Es ist dunkel, es stürmt und sie haben Fischkutter im Visier. Auf einmal hat das Fischerboot Kurs auf uns genommen und hat uns gejagt. Sie wollen Delfine retten, die als Beifang sterben. Sea Shepherd gilt als extrem. Wie radikal darf Tierschutz sein? Mitte Februar in La Rochelle an der französischen Atlantikküste. Mein Kollege Erik und ich wollen zu denen, denen immer wieder Ökoterror vorgeworfen wird. Ja, da vorne rechts ist die Pharmacy. Aber vorher müssen wir einen Corona-Test machen. Es gibt sehr strenge Auflagen bei den TierschützerInnen. Also, negativ. Wir dürfen aufs Boot. Es sind unsere letzten Schritte an Land. Gleich werden wir für eine ganze Woche auf dem Atlantik sein. Da, oder? Das Wetter soll richtig mies werden. Wir haben uns hier so ein Pflaster hingeklebt. Das soll gegen Seekrankheit helfen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich weiß nicht, wie es uns da gehen wird. Spoiler, schlecht. Oh, ich glaube, da sind sie. Hi. Ich bin Daniel. Ach, Daniel, genau. Das ist Erik. Grüß dich. Ich bin Max. Hi, aber wir haben geschrieben. Genau, wir haben geschrieben. Genau. Wir bekommen Schutzanzüge wegen der hohen Wellen. Und dann geht's los. Und da ist sie, die Sam Simon. Mit diesem Schiff patrouilliert Sea Shepherd seit Ende Januar auf dem Atlantik, weil das hier passiert. Tote Delfine, angespielt an den Stränden Westfrankreichs. Die Zahlen steigen seit Jahren drastisch. Allein im Jahr 2019 starben hier schätzungsweise 11.000 Delfine. Schuld sei die moderne Fischerei, sagt Sea Shepherd und startet 2018 die Mission Dolphin Bycatch, die wir jetzt begleiten. Sie beobachten Fischkutter und kontrollieren, ob sich Delfine in den Fischernetzen verfangen und sterben. Obwohl es nur eine Beobachtungsmission ist, gibt es auch immer wieder heftige Konfrontationen. Zum Beispiel Beschuss mit einer Zwille. Auch wir werden Konfrontationen erleben. Ja, sind wir da, das ist Sam Simon. Warten schon auf uns. Seid ihr da, ne? Ja. Das hochklettern. Ja. Oh. Also sobald ihr das Ding gegriffen habt, dann ein bisschen hochgehen. Unser erster Eindruck von der Crew, viele Frauen und besonders radikal sehen sie nicht aus. Das ist Ari. Sie ist eine von vier Deutschen hier und zeigt uns erst einmal das Schiff und unsere Kabine. 12? Ja, hier ist 12, ja. Ah, ja. Ja, das sieht aus. Home sweet home. Wie lange bist du jetzt hier auf dem... Ich bin jetzt seit 10 Tagen da, glaube ich. Aber ich habe insgesamt, glaube ich, über ein Jahr auf der Sam verbracht. Ah ja, krass. Insgesamt sind 26 AktivistInnen an Bord, fast alle ehrenamtlich und wie wir vorher mehrfach auf Corona getestet. Daher trägt keiner Maske. Eine kleine, Corona-freie Welt. Für Erik und mich erstmal ungewohnt. Hi. Hi. Ah, hi. I'm Thomas. Thank you. Daniel, hi. Welcome. Hi. Erik, how are you? Okay. Genau, Media Room. Wir haben, ich glaube, im Moment drei eigene Media an Bord, die auch auf das Neuwurz rausgehen. Und hier werden die Filme gemacht. Ach, hier wird direkt geschnitten. Und also Fotos und so weiter. Es ist quasi das Herzstück der Kampagne. Denn hier entsteht etwas, was entscheidend ist: Fotos und Videos. Sie sind Munition für den Krieg der Bilder. Jeder hat hier seinen Job. Ari hilft auf der Brücke, macht Wachschichten und koordiniert die Patrouilleneinsätze. Warum gerade Sea Shepherd? Weil es ein bisschen mehr Action ist tatsächlich. Also der Gründer Paul Watson war ja auch ein Gründer von Greenpeace. Und es war ihm wohl nicht genug, was sie gemacht haben. Und deswegen hat er Sea Shepherd dann gegründet. Und das ist er. Paul Watson, 70 Jahre, Kanadier. Seit 1977 kämpft er mit Sea Shepherd gegen die Zerstörung der Meere. Mit fast allen Mitteln. Die AktivistInnen rammten schon Walfangschiffe, brachten sie in Seenot oder bewarfen Fischer mit Buttersäure.
Auf Paul Watson geht der Begriff des Ökoterroristen zurück. If they want to use their whaling ships illegally to kill whales, then we will sink those ships. We destroy the property of criminals, and to me, that's nonviolent. One question that I ask every potential volunteer who wants to crew with us is, are you willing to risk your life to protect a whale? And if they say no, then we don't want them. Teilt die Crew der Sam Simon die Ansichten des Gründers? Wie weit würden sie gehen? Das wollen wir in den nächsten Tagen herausfinden. Hast du das gesehen? Hunters will be hunted and all hunters are bastards. Ich meine ja ein bisschen Mindset. Jäger werden gejagt. Das passt irgendwie nicht so ganz zur Feierabendstimmung. Aber es soll bald losgehen und Max möchte uns bei der nächsten Nachtaktion mitnehmen, wenn das Wetter es zulässt. Irgendwo da draußen sind sie, die Fischkutter mit ihren breiten Netzen auf der Jagd nach Kabeljau. Am nächsten Morgen hat sich das Wetter nicht verbessert. 3 bis 4 Meter hohe Wellen werden erwartet. Wir sollen trotzdem raus auf offene See. Thank you after lunch and head out again at sea and continue patrolling. I'm hoping the swell and wind will be a bit more easier and we can launch and do our usual things at night. Jetzt wird's tatsächlich ernst. Ich bring dich noch in die Kabine. Mhm. Wir bekommen unsere Ausrüstung für die Nacht. Just in case. Mhm. You have the ski gloves. Yeah. Then these, just in case, just put them in your pockets. Let's try the first night. After the first night, if you need more, just come tell us. We don't want to scare you. But you do. 7 bis 8 Stunden könnte eine Nachtaktion dauern. Und das im kalten Februar auf offener See. Wir haben jetzt quasi einmal so eine Art Fleece-Anzug bekommen, für ganz drunter, als Grundierung sozusagen. Dann haben wir hier so einen Anzug bekommen, der muss da drüber. So ein bisschen wie so ein Renn-Overall, finde ich. Und dann als allerletztes kommt diese Jacke, die wir gestern schon bei der Überfahrt anhatten. Dazu habe ich jetzt noch extra Gummistiefel bekommen und diese Handschuhe, also ich werde wahrscheinlich so rumlaufen. Der Anker wird gelichtet. Die Sam Simon macht sich auf Richtung offener Ozean. 5 Stunden wird das dauern. Umso weiter wir rausfahren, umso heftiger werden die Wellen. Und während die Crew Sport macht, kämpfen wir mit dem Seegang. Sag mal, es wird ein bisschen schwieriger, die ganze Sache. Ich versuche ein paar Salzstangen zu essen, wenn die helfen wollen. Ich hoffe, es wird irgendwie gleich besser. Weil wir sollen ja gleich auch noch aufs Speedboot 4 bis 5 Stunden da draußen rumhängen bei den Wellen. Sehe ich gerade noch nicht so. Um 2 Uhr in der Nacht werden wir geweckt. Und? Ja, jetzt geht's los. Die Fischkutter sind in der Nähe. Jetzt müssen wir schnell sein. Und das bei diesem Wellengang. Unseren Mägen geht's überhaupt nicht gut. Ready on your lines. Von jetzt an geht's nur noch mit der Nachtsichtkamera. Hold the boat still. Hier wird unser Speedboot zu Wasser gelassen. Fertig? Jo. Ein bisschen ruppiger, wir fahren dunkel, wissen nicht genau, wie die Wellen sind. Okay, okay. Wir nehmen sehr schnell Fahrt auf und im Boot sehen wir im Gegensatz zu euch fast nichts. Gefühlt fahren wir eine Ewigkeit durch die Dunkelheit. Die Fischer haben uns gerade schon über Funk beleidigt, haben gesagt, wir sollen uns verpissen, Sea Shepherd soll abhauen. Also ich glaube nicht, dass sie sich freuen, dass Sea Shepherd jetzt kommt. Wie weit ist es noch? Es ist ungefähr, ich würde sagen, 5 Minuten sind wir da und die Fischer haben angefangen, die Netze einzuholen. Und dann erreichen wir sie. Die Aufgabe von Sea Shepherd jetzt, beobachten und dokumentieren, ob Beifang wie Delfine in den Netzen hängt.
Okay, die Fischer sind genervt und fühlen sich wohl unter Generalverdacht gestellt. Das kann ich irgendwie verstehen. Sea Shepherd vermutet aber, dass viele Fischer, wenn sie einen Delfin fangen, ihn tot zurück ins Meer werfen. Das ist verboten. Denn eigentlich müssten sie den Delfin bei den Behörden melden und auf ihre Fangmenge anrechnen. Das würde aber ihren Gewinn schmälern. Auch die EU hat das Beifangproblem erkannt und Frankreich aufgefordert, endlich konsequent Kontrollen durchzuführen. Also wir werden jetzt angeleuchtet von den Fischern, damit wir nicht sehen, was die genau machen und damit wir abhauen, weil das super unangenehm ist, dieses helle Licht in der dunklen Nacht. Wir sind schon ein bisschen aggro, ehrlich gesagt. An Bord spannen sie jetzt eine Plane auf, die verhindern soll, dass Sea Shepherd sie bei der Arbeit beobachtet. Stundenlang wird ein Netz nach dem anderen rausgezogen. Und wir fahren neben den Fischern her, was unseren Mägen immer härter zusetzt. Es ist ein Elend. Sorry. Ja. Hat doch was mit Freien. Ja. Die Plane ist wieder weg und uns fällt auf, die Netze sind überraschend leer. Dann wird über Funk die Stimmung aggressiver. What did you say? You are not more than pirates. And are you pirates? Yeah, we are. Und dann gehen die Fischer zum Angriff über. Mit ihren Mitteln. Wir werden beworfen gerade. Der greift nicht genau, aber die Fische haben irgendwie, ich glaube, Fisch nach uns geworfen oder sowas. Und es bleibt nicht der Einzige. Getroffen haben sie uns nicht. Nach über 4 Stunden sind die Netze des Kutters fast eingeholt. Ein Delfin war in dieser Nacht nicht dabei. Wir fahren zurück zur Sam Simon. Daniel, wie war's denn? Ich habe noch so gedacht, ach, alles cool. Und dann kam es plötzlich, dass ich auch einfach mich übergeben müsste. Und dann war es auch wie Wellen, so wie die Wellen. Ne? Also dann geht's dir irgendwie so 10 Minuten wieder gut. Und dann hast du wieder gedacht, fuck, wo bin ich? Ich will hier weg. Und das ist einfach nur. Ja, und das Wetter ist halt auch krass geworden. Hat es gehagelt, geregnet, irgendwie die Wellen haben geschlagen. Es war intensiv. Und legen uns jetzt schlafen. Genau. Gucken mal, was morgen der Tag bringt. Der nächste Morgen sieht friedlich aus. Aber uns geht es schlecht. Wir können kaum filmen. Auch die Aggression der Fischer beschäftigt uns noch. Irgendwie kann ich ihre Wut auch verstehen. Weil das Fischen an sich ist ja hier in dem Gebiet eigentlich nichts Verbotenes. Wenn man den Beifang meldet. Wie sieht das Sea Shepherd? Fischen okay, Beifang nicht? So basically, there's nothing illegal in the fishing happening here, mostly. But the problem is with the fishing methods and the gear that's being used. And we know that some fishing techniques and nets they are using are not selective at all. Und ja, es gibt ein Problem mit Fangnetzen, gerade auch für Delfine. In dieser Jahreszeit wird in der Bucht von Biscaya zum Beispiel mit riesigen Schleppnetzen gefischt. Sie sind mehrere hundert Meter lang und in ihnen hätten sogar Flugzeuge Platz. Grundschleppnetze funktionieren ähnlich. Allerdings werden sie mit Metall beschwert und über den Grund gezogen. Tierschützer kritisieren, dass die Meeresböden so förmlich leergekerchert werden. Stellnetze werden fest am Boden verankert oder schweben frei im Wasser, sind bis zu 15 Meter hoch, 15 Kilometer lang und eine Art riesige Barriere. Das Problem, sie sind für die Delfine unsichtbar. Sie ersticken in den Netzen. Helfen könnten Störsignale. Die vertreiben Delfine mit Lärm oder einem Warnton. Das hilft, vertreibt aber die Tiere aus ihrem Jagdgebiet. Besser wären kleine Acrylglaskugeln im Netz. Die verstärken das Echolot der Tiere und das Netz wird so als Hindernis erkennbar. Für Schweinswale gibt es sie bereits, aber auch Delfinen könnten sie helfen. Do you sometimes have the feeling that you have to do it because the government, the EU, doesn't do anything? Yes, totally. That's why Sea Shepherd exists, basically. Sea Shepherd is filling a gap.
If, you know, there are laws to protect animals and to protect the oceans, but they are just not being enforced. And that's where we step in, and that's where we, you know, we intervene, because the governments are just not doing it. Aber dafür sind sie auch bereit, sehr weit zu gehen. Thomas' erster Einsatz war 2013 gegen die japanische Walfangflotte in der Antarktis. Einer der krassesten Einsätze von Sea Shepherd überhaupt. Wochenlang störten sie die Walfänger und riskierten viel, rammten und wurden gerammt. By doing that, we managed to stop their refueling operations. So the fleet couldn't do anything. They couldn't go back whaling because they didn't have enough fuel. So they had to wait and wait, and eventually they didn't have much time left in the season because the season in Antarctica is quite short. And that year, they only took, I think, 104 whales out of their quota of 1,050. So it was a very successful campaign. Are you scared to harm other people? Like you mean on the Sea Shepherd vessel? Or on the other one? On the other one, they pushed it. They pushed it very hard, and they would have been the one, you know, responsible for sinking another vessel, basically. And it's a big, you know, it's a big deal. So as long as it's, you know, collisions and damage to equipment, it's no big deal. But if you, you know, if you have any injuries or anything, that it gets very serious. And so is there a limit for you to say, okay, I wouldn't do that? Or? Well, it's situation based. It's hard to tell, you know, it depends on the situation, really. In this case, it was worth pushing for it because we knew it was, you know, it was really the line to hold for these whales not to be killed. So it was definitely worth it. Okay, Thomas findet den Einsatz damals gerechtfertigt. Ein bisschen klingt das aber auch nach, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn Recht gebrochen wird und kein Staat dagegen vorgeht, dann sieht sich Sea Shepherd in der Pflicht. Dafür riskieren die AktivistInnen offenbar auch, dass es zu Schaden kommt. Mindestens am Material, möglicherweise aber auch an Menschen. Auf ihren Pullis präsentieren sie die Schiffe, die Sea Shepherd gerammt oder versenkt hat. Krass, guck mal. Er wird als Merch verkauft. So wie so ein Best-of. Diese Schiffe haben wir gerammt und 12 Schiffe sind gesunken. Was ja schon darauf schließen lässt, dass man da so ein bisschen stolz drauf ist vielleicht. Alles, was wir tun, tun wir für die Fische. Rodolphe macht das bei Sea Shepherd seit 2015. Vor wenigen Tagen wurde er nachts von einem Fischer mit einer Zwille beschossen. Wie weit würde er gehen, um Tiere und Umwelt zu schützen? Paul Watson said he's an eco-terrorist. Are you one as well? I wouldn't call myself eco-terrorist because I don't like the word terrorist. Eco-warrior, if you can say that, maybe. But, definitely something for ecology on the planet. But it's we are not doing terrorism at all. Like, maybe people are afraid of us, but we don't do anything of threatening or to afraid them. Do you think it's justified to break the law in order to protect animals? I think at some point, yeah, we need to. Like, is the law is wrong? We have to. Aber wie fänden wir es, wenn sie jetzt keine edlen Motive hätten? Wären sie dann nicht einfach eine Bürgerwehr nach dem Prinzip Selbstjustiz? There is always a scientific support as well. Like, scientists know there is a big problem. It's not like someone decide like, oh, this is wrong. No, there is a lot of people who know it's wrong, and there is some things to do, and we act to try to solve this. But it's the same here. Like, we don't say there is 11,000 dolphins dead every year. It's the scientists told us. We just try to bring attention to say there is a problem and we need to do something. Unser Eindruck, die Meinungen zur Radikalität gehen an Bord auseinander. So wie heute auch nicht alle Kampagnen von Sea Shepherd gleich radikal sind. Es gibt Kooperationen mit Regierungen bis hin zu aggressiven Einsätzen wie in Südamerika. Gejagt von diesem japanischen Wal.
Wie seht ihr das denn? Wie weit sollte Tierschutz gehen? Und wo ist euer Limit erreicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Bei uns geht heute nichts mehr. Wir sind beide seekrank. Heute Nacht aber soll es schon wieder rausgehen. Um 3 Uhr morgens klopft es wieder an unserer Tür. Fischkutter wurden in der Nähe gesichtet. Das Problem, uns geht es verdammt schlecht. Ich muss jetzt alleine los, weil Erik ist noch seekrank. Auch Max ist heute nicht dabei, weil er gestern gefahren ist. Ich fahre heute trotzdem noch mal mit, weil es sein kann, dass wir morgen schon das offene Meer verlassen, weil das Wetter so schlecht gerade ist, dass der Kapitän gesagt hat, das macht keinen Sinn. Heute versuchen wir es noch mal. Wünsche mir Glück. Eigentlich ist es Wahnsinn. Ich muss bei voller Fahrt aufs Speedboot klettern. 2,5 Meter nach unten. Ohne Sicherung. Jetzt ja kein Fehltritt. In dieser Nacht ist der Wellengang noch stärker als in der letzten. Für uns alle an Bord hart. Auch für die AktivistInnen sind die Einsätze jedes Mal anstrengend. Glück für mich, ich gewöhne mich zumindest an die Wellen. Und dann kommen wir an den Fischkuttern an. Wir versuchen jetzt, bei deren Arbeit nicht zu stören, aber gleichzeitig zu dokumentieren, was sie fangen, wie sie fangen, egal ob Beifang dabei ist. Das Dokumentieren übernimmt heute Rudolfe, mit dem ich am Tag über Radikalität gesprochen habe. Da seht ihr jetzt nochmal, wie die arbeiten. Die haben da so einen langen Tisch. Von dem Netz da rechts werden die Fische hochgezogen und dann direkt auf so einer Weiterverarbeitungsbank kurz totgeschlagen und dann aufs Eis gelegt. Nicht nur wir, auch der Fischkutter kämpft mit dem harten Seegang. Und die Stimmung dort wird deutlich rauer. Sie haben gerade über Funk halt durchgesagt, kommt auf keinen Fall näher. Also wir schmeißen Zeug auf euch. So they are kind of aggressive today. Yeah, pretty aggressive, yeah. Sometimes they say they have their guns ready. Oh. Wie sucht Sea Shepherd eigentlich aus, welches Schiff sie beobachten? Also wieso sind wir genau bei diesem? Last summer, Dolphin Biker Sport, they found a lot of dolphins in gillnets. Mm-hmm. That's why right now we're targeting those to see what's going on. Did you see in the last couple of times dolphin in net? Or? In the last few weeks, well, the last 2 weeks we didn't really. But also there's a lot of fishing vessels in the sea, mm-hmm. and we only have 3 small boats, so we target 3 ships out of hundreds of them. So you need to be lucky, so to say. Nach 4 Stunden ändert der Kutter plötzlich seine Richtung und fährt los. Und dann werden alle etwas hektisch und ich verstehe nicht so ganz, was passiert. It was a little chase. Maybe the chase us a bit just to, you know, have some fun. Okay. Also ich habe mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Weil auf einmal hat das Fischerboot Kurs auf uns genommen und hat uns gejagt. War super beweglich, dieses Riesenschiff. Also dann so ein Riesenschiff auf die Zucker. Wenn man das nicht kennt, nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Weil der Kutter, der uns gejagt hat, alle seine Netze eingezogen hat, sucht Sea Shepherd sich noch ein neues Ziel für die Nacht. Die Crew dieses Schiffes begrüßt uns sehr freundlich, sagt sogar Bescheid, wenn sie den Kurs ändert und lässt sich über Stunden von Sea Shepherd bei der Arbeit beobachten. Und ich meine wirklich Stunden. Die AktivistInnen und ich brauchen echtes Durchhaltevermögen. Wir sind durch. Die letzten Fischer haben ihre Netze da eingezogen. Und jetzt fahren wir zurück zu Sam Simon. Und dann passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle herkommen, aber die sind auf jeden Fall überall Delfine gerade.
Und ja, um die geht es hier. Außerdem um Schildkröten, falsche Fischarten. Je nach Fangart ist über die Hälfte davon Beifang und wird wie Müll behandelt. Es ist nicht zu verstehen, wenn man das hier sieht. Hallo, bin ich wieder. In den nächsten Tagen soll der Wellengang noch um einiges stärker werden. Deshalb wird die Sam Simon erstmal in die Bucht von Biscaya zurückkehren. Bevor wir von Bord gehen, treffen wir nochmal Ari und Max. Wir haben jetzt zwei Nächte mit Konfrontation erlebt. Sea Shepherd sagt zwar, es seien noch nie Menschen zu Schaden gekommen, dass man es aber auch zukünftig ausschließen kann, glauben wir nicht. Wie weit sollte Tierschutz gehen? Wie radikal sollte Tierschutz sein? Was würdet ihr antworten? Wenn man sagt, Sea Shepherd ist vielleicht ein bisschen zu radikal, aber wenn man sich das Gegenteil anguckt, was mit Tieren gemacht wird, ist weitaus radikaler. Ja, man muss einfach den Finger in die Wunde legen, damit etwas passiert, damit die Leute aufmerksam werden und damit umgedacht wird. Einfach. Was bleibt? Die Forderungen von Sea Shepherd sind durchaus radikal und die Methoden an der Grenze der Legalität. Klar, es ist schwer zu ertragen, wenn Delfine sterben. Aber die Dinge sind komplizierter, denn wir essen Fisch und der wird meist industriell gefangen. Sind wir bereit, mehr zu bezahlen, wenn fischfreundliche Fangnetze eingesetzt werden? Es ist einfach, auf die Fischer einzuprügeln. Aber es ist die Politik, die den Rahmen vorgibt und Gesetze kontrollieren muss. Sea Shepherd will so lange nicht warten. Eine Woche später erreichen uns diese Bilder von der Sam Simon. Oh, Dolphine, nein, Dolphine in der Netz. Wenn euch diese Reportage gefallen hat, dann lasst doch mal hier ein Abo da. Und außerdem guckt mal bei meiner Kollegin Tine vorbei. Die hat sich gefragt, brauchen wir überhaupt noch Zoos in Deutschland? Und die Kollegen von Reporter fragen sich, wie läuft eine Bioschlachtung ab?